Hendrik ist wieder da. Immer wenn Mann da ist, gibt's was zu essen. So. Die ist schwer, ne? Ich finde die andere nicht schwerer, aber... Wenn man die so zum Bus tragen muss, ist die echt schwer. Ich fahre nicht den Bus. Machen wir jetzt auf? Machen wir auf! Erstmal danke ans Degusta-Box-Team fürs Zuschicken der Box. Ich freue mich immer mega und meine Arbeitskollegen sind auch mal ganz neugierig und kommen mal alle angelaufen. Diesmal gibt es ein Rätsel dazu. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Wir haben diesmal eine Picknickbox und deswegen drehen wir das Video heute, weil wir morgen in den Zoo gehen und ein paar der Sachen mitnehmen können. Oh, da ist wieder Marmelade dabei. Dürfte das sein? Nein. Achso, scheiße. Wir haben Apfelchips von Honey Frisch. Ist das nicht cool? Ich bin super gespannt, wie die schmecken. Die können nicht schmecken, die sind einfach nur. Ja. Ganzen Äpfeln. Aus ganzen Äpfeln. Aus ganzen Äpfeln geschnitten, gebacken, nicht frittiert. Wollt ihr probieren? Ich würde das schon gerne probieren. Los. Ganz ehrlich. Mach auf! Das, ich hätte ein paar von den Sachen aus dem Kühlschrank packen können. Also dieser Chipsgeruch ist nicht da. Das riecht die irgendwie. Verzeihung. Du zuerst. Gucken, ob es schmeckt. Interessant. Ich habe auch noch einen großen. Das sind sogar zwei. Schmeckt nach Apfel. Definitiv. Ja. Ganz eindeutig Apfel. Also es ist nicht meins. Mein Auge fängt gerade an zu tränen. Weil der Apfel so scharf ist? Nö. Ja. Ist okay. Geht. Ist in Ordnung. Kostet? Kostet. Ist übrigens Produkt des Monats. Hat nur 2% Fett. 1,99. Weißt du, was mir gerade eingefallen ist? Nein. Ich habe vergessen, meine Fotos zu machen fürs Intro. Das heißt, die Sachen werden nachher alle geöffnet sein auf den Intro-Fotos. Von da oben. Upsi. Was zu trinken hinterher? Nein. Eklig. Wie schmeckt das sehr? Ich habe hier von Sirko. Ich habe keine Sirko. Apfel- und Blaubeere-Juice-Drink. Mhm. Gibt es auch in Apfel-Heidelbeere und Orangen-Granatapfel. Sollte die Durchblutung stören. Das müssen wir nochmal machen. Das kannst du rausschneiden. Ne, das lasse ich drin. Nein, das lasse ich drin. Das gibt es auch in Apfel-Himbeere und Heidelbeere und Orange-Granatapfel und soll die Durchblutung fördern. Nicht stören. Und es wirkt angeblich innerhalb von 3 Stunden. Möchtest du probieren? Ja. Oder soll ich es kalt stellen? Ne, schmeckt bestimmt noch warm. Also. Schmeckt sehr stark nach Apfel. Dann möchte ich nicht. Ich mag keinen Apfelsaft. Also Blaubeere. Von Apfelsaft wird mir schlecht. Ich mag Äpfel, aber von Apfelsaft wird mir schlecht. Niemals. Kostet 1,95. Mmh. Als nächstes kommt ein mediterraner Snack von Snacks. Habe ich auch noch nie gesehen. Never ever. Never ever ever. Paprika und Kräuter. Da stand irgendwas drauf. Brot mit Paprikageschmack und Kräutern. Knusprig, würziger, mediterraner Brotsnack aus Olivenöl und 100% natürlichen Zutaten. Ist im Ofen gebacken, auch nicht frittiert. Ja, Geschmacksrichtung Paprikakräuter. Probieren. Diese Begeisterung. Nein, ich glaube nicht, oder? Wir probieren das vielleicht. Dann haben wir nachher wahrscheinlich das ganze Zeug zwischen den Zähnen. Bei einem gemütlichen Fernsehabend probieren wir das mal. Vielleicht, wenn Sarah da ist. Ja. Nächste Woche. Kommt Sarah nächste Woche? Mhm. Sarah kommt nächste Woche. Sarah, wir freuen uns auf dich. Juhu! Du wirst sehen, wir werden die Chips dann probieren. Brot. Oh, Brotchips. Das Brot. Brot. Hast du Brot? Brot. Hast du Brot? Kennst du das nicht? Ich kennt Brot. Ihr das bitte? Schreibt es mir in die Kommentare. Kennt ihr dieses Video mit der Ente in der Bar,
Wiener Brot fragen. Ach doch, das habe ich schon mal, ja. Ich hatte das auf meinem Handy, aber es ist einfach weg. Auf meinem Handy verschwinden Sachen. Doch, habe ich auch schon mal. Sanella! Sanella ist Liebe, nee, Backen ist Liebe, ne? Und Sanella ist Backen. Fokussier! Siehst du, wenn nicht so viel im Hintergrund ist. Kennt man von früher und das ist pflanzliches Koch-, Back- und Streichfett. Der neue 250 Gramm Becher wird mit dem ganzen Sanella. Ah, okay. Eine Waage oder ein Messbecher ist nicht mehr nötig, das heißt, man kann alles damit einmessen. Kostet? Back to the roots. Kostet 99 Cent. Muss ich? Nein, ich wollte nur gucken, ob man so gleich die gleiche Farbe hat wieder. Ich dachte, ich muss hier wegen Product Placement das Logo. Ja, möchtest du wieder was zu trinken oder was zu essen? Essen. Ich glaube, du bist darauf scharf. Boah. Was ist das denn? Die sind ja. Von. Das Hudek. War jetzt, glaube ich, unscharf, aber. Was? Hudek. Hudek, ja. Das ist mehr für dich und das ist mehr für mich, obwohl da zwei Buchstaben fehlen. Und da ist ein Baywatch-Gewinnspiel drauf. Was ist das überhaupt? Boah. Salami-Spezialitäten. Ja. In Hot und Classic. Der Snack für die Hosentasche. Die sind gut für den Zoo morgen, oder? Ja, dann lassen wir die zu. Lassen wir die zu. Snacken wir morgen zu. Wir sagen dann beim nächsten Mal, wir können ja morgen einen Vlog im Zoo machen. Ja. Und sagen, ich reibe mich auch mal mehr rein. Dann können wir ja morgen gucken, wie die schmecken. Und dann werden wir berichten. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, ich will morgen bei dem hotten Wetter auch nur die Klassik essen. Nicht die Hot. Du könntest so Hot ja jetzt probieren. Aber man kann die auch im Laden kaufen, sie kosten nur 99 Cent. Stimmt, da war ja noch was. Ja. Mmh, hier ist was für die Arme. Quickie! Warte. Kakao. Da! Nesquik. Wie schön, dass du fokussiert, wenn ich das da reinhalte, ne? Ja. Nestle, Nesquik, sowas wie Müsli-Riegel. Ein knuspriger Schokoladenriegel. Von Nesquik. Mit Kalzium. Mit Kalzium? Ich werde verrückt. Möchtest du probieren? Den würde ich schon gerne probieren. Vier Stück sind da drin. Wir können sie einen teilen. Dann haben wir morgen immer noch einen. Schmelzen die uns nicht weg? Nö. Und vielleicht kriege ich da... Was sieht ihr das auch noch? Sieht euch das auch noch? Dass das nicht aufgeht? Es sind ja vier drin. Wir probieren jetzt einen. Morgen kriegt jeder einen im Zoo. Und vielleicht kriegt Sarah nächste Woche den. Teile bitte das Brot. Er brach das Brot und verteilt es. Er brach? Er brach das Brot und verteilt es unter den Armen. Jack. Bitte nicht. Und ich nehme den kleinen Happen schnell. Mhm. Mhm. Interessant, aber. Hast du den Preis schon gesagt? 1,49. Du brauchst mir das nicht so krass. Du hast mir zu lange, bis damit zu lange gedauert. Es kommt nur der dezente Hinweis. Da steht's. Raus Tony and Black. Ja, das ist die Firma. Ich kenne mich mit sowas nicht aus, weil ich sowas nicht mag. Ja. Weil mir das immer viel zu süß ist und. Den würde ich definitiv kalt trinken. Den würde ich definitiv Philipp geben. Möchtest du den trinken? Der ist sogar ein bisschen kühl. Ja, aber nicht jetzt. Nicht jetzt. Probieren sollte man das. Was mit wir probieren das. Haben wir es in Zucker? Nein. Mit Baobab-Limettengeschmack. Dann ist es wahrscheinlich doch nicht extrem süß. Doch, wir können es gleich probieren. Kostet auch nur 1,49. Wurde schon gesagt, das ist 1,49. Weiß ich nicht. Das kommt übrigens gleich erst mal in den Kühlschrank. Was jetzt? Kommt die Tüte bekannt vor? Veggie Crunch. Ich glaube, dass die Tüte letztes Mal mit den Kokosdingern sah auch so aus. Waren das die Kokosdinger? Mhm. Ja, die sind immer noch da hinten, weil ich die immer noch nicht gegessen habe, weil ich die nicht mag. Ah, da bei den Bananen. Die schmecken wirklich nicht. Wir haben von Veggie Crunch Premium Black Pepper Roasted Cashews. Feine geröstete Cashewkerne mit schwarzem Pfeffer. So, wie steht Jan dazu? Pfeffer? Mag sie nicht. Nicht so viel. Jana mag nicht viel Pfeffer. Ich mag gerne viel Pfeffer. Wahrscheinlich werde ich diese Cashewnüsse. Magst du Cashewnüsse? Ja. Cashewkerne. Alle alleine essen. Kannst direkt damit anfangen. Wollen wir auch machen? Der Preis ist ein Von-Bis-Preis diesmal. Es gibt vier verschiedene Sorten. Es steht leider nicht hier drauf, was es für Sorten gibt. Oder finde ich das jetzt noch nicht? Ne? Ja. Das ist immer wenn nur das einer. Ein Touch-Ding wäre, würde ich das größer machen. Es ist in jeder Box immer nur eins drin. Und es kostet
zwischen 1,69 und 2,69. Wahrscheinlich so irgendwo noch die Macadamia-Nuss dabei. Ich das mal. Ohne Schere. Das geht ohne Schere. Nein, das geht nicht ohne Schere. Schnuppern mal. Nach Holz. Das riecht nach Nuss. Magst du probieren? Sag mir jetzt, ob es doch noch Pfeffer schmeckt. Das ist sehr pfeffrig. Da möchte ich nicht probieren. Schmeckt sehr nussig, aber fertig. Mhm. Von Veggie Crunch. Die sind um Längen besser als die. Satan, ist das pfeffrig. Um Längen besser als die. Kokosnussdinger. Kokos. Kokosnuss-Sägespäne. Die waren. Piep. So. Oh, das ist für dich. Vielleicht. Wir haben von Tefi. Bitte sag es uns. Da steht Kakaotee drauf und ich habe Kacktee gelesen. Oh. Natursüß, zahnfreundlich, ohne künstliche Zusatzstoffe, zuckerfrei und vegan. Kakaotee. Für Kinder. Ich glaube, ich würde den lieber kalt. Oder ja. Trinkt man das warm? Nee, den würde ich, glaube ich, wirklich kalt trinken, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der warm schmeckt. Wir werden den morgen auch probieren. Wir nehmen den auch mit in den Zoo. Den darf man übrigens trinken, wenn man älter ist als ein Jahr. Hab ich gerade Glück gehabt. Ich bin so eben über ein Jahr. Und er kostet auch nur 1,49. Nee, diesmal sind ja alles 1,49. Das ist immer die 1,49-Box hier. Letztes Mal war alles 2,49, jetzt haben wir die 1,49-Box. Kommen wir zurück zur Ente. Hast du Brot? Wir haben Brot. Ja, Brot. Wir haben Golden Toast Dinkel Harmonie Sandwiches. Ui. Könnten wir uns morgen Stuhl machen für den Zoo? Ja. Ja. Oh, das ist so ein Erlebnis aus meiner Kindergartenzeit. Da hatte ich auch Toastbrot mit. Ich war auch im Zoo im Kindergarten. Ich war auch im Kindergarten im Zoo. Und ich hatte ein Toastbrot mit Salami drauf. Und immer dieser Geschmack von Toastbrot, also ungetoastetem Toastbrot mit Salami. Das erinnert mich immer an meine Kindheit. Voll. Ich nicht. Nein. Kostet? Da kannten wir uns auch noch nicht. Oh, das hat auch eine Preisspanne. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber es kostet zwischen 2 Euro und 2,49. Und es ist ein frisches Produkt und sollte daher schnell verzehrt werden. Das ist zumindest der Tipp. Das gibt's auch schon. Das habe ich gestern im Edeka noch gesehen. Ja. Da ist ein Heftchen dabei. Für den Becherkuchen. Von Sanella. Interessant. Becherkuchen Baileys. Yay. Wir backen den. Sarah, möchtest du den Kuchen probieren nächste Woche? Was soll ich denn noch alles probieren? Schreib das einfach unten in die Kommentare. Du musst sagen, ob du ihn probieren möchtest und Diana entscheidet, welchen Kuchen es gibt in dem Prospekt bei mir. Von Tonis Freilandeier ist hier noch eine Extrakiste drin. Ich weiß schon, was drin ist. Und Doris, meine Arbeitskollegin, weiß auch schon, was drin ist. Keine Freilandeier? Das gebe ich dir mal auch. Ich öffne jetzt diese Kiste. Das ist mega cool. Das ist toll. Ich versuche das mal so zu zeigen, dass es mir nicht aus der Hand kann's ja mal. Weil er nicht zu soll. Nein, gibt nichts raus. So, wir das haben toll. Diese Sachen drin und wir zeigen euch jetzt noch. Ja. Okay. Und jetzt? Zwei Eier. Ich habe bis gerade eben gedacht, das wäre ein Apfel, aber. Oder ein Nektarin. Ein Jausenei aus Freilandhaltung. Hier stand doch, genau, Eye to go. Wie geil ist das bitte? Du magst keine kalten Eier, ne? Nein. Sarah, du darfst mein kaltes Ei haben. Das ist aber nur bis 29.15 haltbar. Kommt Sarah vor 29.15? Nein. Sarah, du kannst es eigentlich doch nicht haben. Also. Kommt am 10.06. Schade. Ich mag sie trotzdem, ich kann gerne zwei Eier essen. Diese zwei Eier, oder das Ei pro Stück, in der Snacktüte, kostet 69 Cent. Ich wüsste, diese 69 Cent besser anzulegen als in solche Eier. Ich könnte mir die in einen Salat reinschnibbeln. Den Salat kannst du allein essen. Wir können auch einen Salat machen und dann mache ich die Eier in meinen Teil. Und ich Zwiebeln in meinen Teil. Genau, du machst Zwiebeln in deinen Teil. Wir nehmen jetzt das nächste Wort hier. 19.
Was ist das? Das glaube ich das. Tartex. Tartex, noch nie gehört, aber ich gehe auch nicht in Bioläden. Cremige Erbsen-Masala. Ein pflanzlicher Brotaufstrich. Also ein Brotaufstrich, Erbsen-Masala, was auch immer Masala ist. Masala ist irgendwie so ein, ich kenne Masala-Wein, aber weiß ich nicht. Ich hasse Erbsen. Ich mag Erbsen. Probieren würde ich. Schmeck ich dir. Aber, dankeschön. Wenn Hendrik schon die seine eigene Box kriegt. Ich krieg nicht mal, nein. Zentes! Marmelade! Wieder. Wir haben diesmal 75% Frucht, Pfirsich, Maracuja. Es gibt noch... Ne, es gibt keine andere. Kostet auch nur 1,89. Die darfst du auch kannst allein essen. Oder ich teile sie mit Ela. Oder du teilst sie mit Ela. Ela, falls du dich wunderst, wo diese andere Marmelade Ela aus ist der... Ela ist im Urlaub. Du weißt es noch nicht. Wenn du dieses Video guckst, ist es dir vielleicht noch nicht aufgefallen. Also die andere Marmelade ist weg. Sie steht jetzt in meinem Kühlschrank. Ich habe sie heute Morgen probiert, aber sie ist wirklich lecker. Dafür kriegt Ela von der aber auch was ab. Ja. Gut. Das war's. Ja. Ich fand die Box diesmal richtig gut. Wir haben weniger probiert als sonst, aber... Nächstes Mal wieder. Ich freue mich auf die Sachen morgen, was da kommt. Dafür seht ihr, müsst ihr dann den Zoo-Vlog gucken. Ja. Wenn das Video mehr als 5000 Klicks bekommt, habe ich mir überlegt, schminke ich mal die Jana. Mal gucken, wie das aussieht. Wenn ihr das sehen wollt, müsst ihr das Video schauen und es vor allen Dingen auch allen anderen sagen. Denn 5000 Klicks ist das Minimum. Dann schminkt er mich. Wenn ich hier der Make-up-Artist. Aber gut. Tschüss. Also teilt das Video, sagt es allen Leuten, klickt es einfach immer wieder an, lasst es durchlaufen. Ist mir egal, wenn ihr sehen wollt, wie er mich schminkt. Richtig verunstaltet. Das ist vorher. Und nachher sehen wir vielleicht. So, wir haben es geschafft. Du fandst die Box auch gut, ne? Ich fand die Box prima. Wir fanden die Box beide richtig gut. Besser als letzten. Also ich fand sie besser als letzten Monat. Ja. Letzten Monat, das Bier hat mir gut gefallen, aber diesmal war es auch. Ich freue mich auf die Marmelade. Richtig. Entschuldigung, Ela. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Gebt einen Daumen hoch. Lasst einen Kommentar in der Kommentarbox und klicken, 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 klicken. Was ist eine Kommentarbox? Kommentar unten runter. In die, in es gibt eine Infobox. Infobox. Aber es Infobox gibt auch, es gibt auch so einen Kommentarkasten. Ja. Bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Tschüss! Tschüss!